Herr Götze, 1:1. Kann man damit zufrieden sein? Nach dem Spielverlauf auf jeden Fall. Ist für uns ein gewonnener Punkt. Zweite Halbzeit komplett in Unterzahl gespielt. Ja, war eine gute Leistung und den Punkt haben wir uns verdient. Wir sind zufrieden. Die Unterzahl kam ja durch eine rote Karte zustande. Wie haben Sie diese Karte gesehen und fanden Sie die berechtigt? Die war definitiv nicht berechtigt. Mein Spieler ist gegen den Ball, ja, mit dem Spieler von Heilsheim hineingekrätscht. Und alle haben sich gewundert, dass der Schiedsrichter die rote Karte gezückt hat. Auch die von Heilsheim haben gemeint, das war für die auch keine rote Karte. Aber man kann nichts machen, Schiedsrichterentscheidung, die kann man nicht rückgängig machen während so einem Spiel. Und deswegen, und meine Spieler haben die gute Reaktion gezeigt, indem sie zweite Halbzeit mehr Gas gegeben haben und besser gespielt haben, meiner Meinung nach, und mit 3 klaren Torchancen auch das Tor verdient. Mit dem Schiedsrichter haben Sie sich generell etwas schwer getan im Spiel, hatte ich den Eindruck. Ja, wir waren der Meinung, dass wir 2 Elfmeter bekommen hätten können oder müssen eigentlich. Das erste Freischuss war im 16er und im Gegenzug kassieren wir dann ein schönes Tor von Strobel. Ja, war unglückliche Situationen. Ja, passiert. Wir waren emotional drauf. Wir haben gegen eine gute Heilsheimer Mannschaft gespielt. Und ja, ist halt so. Also Ding. Ich bin der Meinung gewesen, einfach, dass er zu einfach halt vor allem in der zweiten Halbzeit zu einfach gelbe Karten gezückt hat und aus seiner Linie gekommen ist, weil die ersten 40 Minuten gab es auch viele Fouls, ja, gab es viele Zweikämpfe, hat alles durchlaufen lassen und nach der 40. Minute hat er angefangen, Karten zu zücken. Ja. Und ist für mich aus der Linie gekommen. Ist okay, er ist auch ein Mensch, er macht auch Fehler, geht weiter. Das 1:1, haben Sie damit gerechnet und wie haben Sie es geschafft, in Unterzahl dieses Tor zu erzielen? Ja, wir haben, jeder Spieler ist erstmal mehr gelaufen. Ja, wir sind kontrolliert hinten gestanden, haben auf spielerische Stärke gezielt gesetzt, sage ich jetzt mal. Haben zwar hin und wieder mal längere Bälle gespielt, aber ja, ich denke mal, dass wir uns eher aufs 1:1 fokussiert haben, wie dass die Heilsheimer aufs 2:0 gespielt haben. Und ich glaube, damit haben wir uns einfach belohnt mit dem bisschen Risiko. Wie geht es jetzt für Ihre Mannschaft weiter? Was werden Sie jetzt als nächstes anpacken? Wir werden genauso arbeiten wie die letzten Wochen auch. Ich denke, wir spielen jedes Mal eigentlich sehr gut und attraktiv. Bekommen auch immer wieder Lob von gegnerischen Mannschaften. Und ja, wir müssen uns halt nur ein bisschen mehr zurückhalten mit dem Reden auf dem Platz. Ja, manchmal sind wir dann zu emotional. Wir haben eine junge Mannschaft, die hat gute und schlechte Phasen während dem Spiel. Und ja, wir werden genauso weiterarbeiten wie bisher.